Wenn man wie ich ein schlechter Schüler in Kassel war und irgendwie froh war, dass man eines Tages im Entertainment unterkommt, ja, dann gab es immer wieder Leute, ich meine, wir sind nicht weit auseinander vom Alter her, eigentlich kaum, aber es gab ein bisschen aber schon. Und es gab immer wieder Leute, die mich schwer beeindruckt haben. Das war beim Film Bernd Eichinger, das war bei der Rockmusik Rod Stewart und das war beim Entertainment Thomas Gottschalk. Und ich sage Ihnen was, der ist heute Abend da, Thomas Gottschalk. So, wir haben... Thomas, du erschließt dir ja auch immer wieder neue und junges Publikum. Und junge Leute mögen ja glauben, dass du eigentlich nie vorher was anderes gemacht hast als mit Thomas Jauch und mit Thomas Schöneberger. Ja, Thomas Jauch ist ein guter Regisseur. Er wird sich freuen. Mit dem Jauch und der Schöneberger bei RTL rumspringst. Aber das ist ja nicht so. Und deswegen, wir beginnen das Gespräch mal mit einem Rückblick auf ein Teil des Schaffens, ein Teil des Oeuvres. Eine Legende ist laut Definition eine herausragende Persönlichkeit mit bemerkenswerter Geschichte, besonderen Leistungen und zeitüberdauernder Bedeutung. In ihm steckt das alles drin. Mein Name ist Thomas Gottschalk. Danke. Dafür kann ich mir wirklich nichts. Doch er kann etwas für seinen Lebensweg. Der einstige Nachhilfelehrer und Lehramtsstudent unterrichtet zunächst ganz Bayern übers Radio und moderiert in den 70ern und 80ern alles rauf und runter, bis es heißt, na sowas. Von da an wird das Sofa sein treuer Moderationsbegleiter durch alle Sendungen. Besonders auf der Wetten-dass-Couch nimmt neben dem experimentierfreudigen Stil Freund jede Kategorie an Weltstars Platz. Schauspieler, Models, Sportler, Musiker. Ein legendärer Hammer und zudem Filmhit sind die Supernasen. Mit Krüger, Kostüm und Kultstory ein Klassiker. Supernase, Superlegende, Super Thomas Gottschalk. So. Mega, mega. Wir wollen, lieber Thomas, du hast ja heute die Minions mitgebracht. Da reden wir gleich drüber. Wir müssen aber eben einmal über die Supernasen sprechen. Würde dieser Humor heute gesetzt den Fall, ihr würdet ein Remake machen oder eine weitere Folge sozusagen, würde der Humor noch funktionieren? Würde nicht mehr, er würde funktionieren, aber jeder würde hinter vorgehaltener Hand lachen und sagen, eigentlich darf ich gar nicht. Ja. Also ich erinnere mich an Szenen, wo man heute sagen würde, um Gottes Willen, ich sitze mit meinem Detektivhut da und sag, ich blätter in der Zeitung und sag, Mike, hier suchen Sie einen, der im Englischen Garten Frauen belästigt, dann sagt der Mike, vielleicht bewerbe ich mich. Also das sind Dinge, wo ich sage, es geht nicht. Und ich merke ja bei der Lena, wie vorsichtig sie heute formuliert. Mhm. Also sie nimmt, wenn sie die Runde anspricht, immer gleich voraus, also dass sie niemandem zu nahe treten möchte. Ich wollte Leuten zu nahe treten, das war mir immer kein Problem. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt Leute, die vertragen es, es gibt Leute, die vertragen es nicht. Und ich komme auch, gebe ich zu, aus einer anderen Welt. Und ich habe das, was ich gemacht habe, nie ernst genommen. Ich war nie bei der Tagesschau. Ich habe immer Unterhaltung gemacht, im Radio, im Fernsehen. Und es war mir immer wurscht, was die Leute von mir denken. Nicht ganz, weil du natürlich schon immer vor dem Feuilleton geflüchtet bist. Was meine Filme betraf, hat das Publikum gelacht und die Kritiker haben geweint. Aber du glaubst ja nicht, was du damit erreichst. Wir waren jetzt mit Mike gerade in... Ihr habt ein Jubiläum gehabt. 40 Jahre, ja. 40 Jahre Supernasen. Wie war's? Da kommt ein Typ, der zieht allen Ernstes seine Jacke aus und hat uns, Mike Krüger und mich, auf dem Oberarm tätowiert. Gar nicht mal schlecht, aber der Mann ist fürs Leben gezeichnet. Soll ich jetzt sagen, du spinnst? Ich habe ihm dazu gratuliert. Das ist ein Fan. Aber... Das ist das, was ich eben im fortgeschrittenen Alter gelernt habe. Es gibt viele Spinner und meine Fans gehören teilweise dazu. Und da darf man sich nie auch nur ansatzweise darüber lustig machen oder sie für dümmer halten, als sie sind. Es ist eine Tatsache, die Masse ist breit. Und wenn du siehst, was da alles dir hinterherläuft, sagst du manchmal, du bitte nicht. Aber das sind Leute, was mir heute für ältere Menschen sagen, ich bin mit der groß geworden, sag ich, du doch nicht, du bist so 10 Jahre älter. Das stimmt aber nicht. Also das heißt, ob sie schlau sind, ob sie dumm sind, ob sie alt sind, ob sie jung sind, es ist mir völlig egal. Solange sie mit mir Spaß hatten, solange ist das in Ordnung. Vertrag erfüllt. Das, nicht nur Vertrag erfüllt, sondern das ist das Einzige, was ich kann. Ich war ähnlich dämlich in Mathematik wie du, aber ich habe es weitergebracht.
Mittag. Ja, da, also, das ist. Aber du bist ja in einer Lage, ein bisschen wie Wolfgang Rademann, der Traumschiffproduzent, der jahrelang gescholten wurde vom Feuilleton und dann plötzlich Kult wurde. Ja, ja. Und 10 Seiten oder 8 Seiten in der Zeit bekam. Das Schicksal ist dir ja auch widerfahren, dass plötzlich du Monument bist. Man muss es aussitzen, ja. Man muss alt genug werden. Ja, ist klar. So. Harald Schmidt sagt ja auch, seine Show könnte man heute so nicht mehr machen. Nein! No. Harald Schmidt war Kult, aber wenn der einen von den Witzen, die er damals über dicke Kinder oder über Ausländer gemacht hat, heute wiederholen würde, wäre der im Shithouse. Ja. Und ich selber komme natürlich aus einer Zeit, ich erkläre das immer wieder, wo man ohne Arg zugange ging. Also ich war, glaube ich, 14, da war die Nummer 1 der Hitparade von Cliff Richard. Rote Lippen soll man küssen, ja. Denn zum Küssen sind sie da. Ja. Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus, die hat mir so gefallen, darum gab ich ihr einen Kuss. Mhm. Stell dir vor, ich gehe heute im Autobus in die letzte Reihe und sage, sie haben mir schöne so gefallen, ich muss sie küssen. Schöne Vorstellung. Also, das sage ich. Und Cliff Richard hat mir das schon vor 60 Jahren erklärt. Ja. Es gehen gewisse Dinge nicht. Mhm. Und wenn ich heute James Bond sehe, meinen von mir hochverehrten Sean Connery, den ich zu Gast hatte, dann muss ich sagen, ja, der hat da Frauen die Beine weggezogen, ohne zu fragen, ob da ist eine Szene, wo selbst ich sage, nee, so geht's nicht. Aber man hat ja mich zum Vater des Herrenwitzes gemacht. Ich war nie so dämlich, wie man mich gemacht hat. Und die junge Frau hat ja gerade gesagt, wir haben noch bei Karl May gelernt. Ja, was lernst du da schon? Was machen die beiden Trikes? Ihr seid doch Mike und du seid doch mit einem Trike rumgefahren. Es gibt eines, auf dem saß ich gestern. Ja. Also früher gab es mal 2, aber es gibt nur noch eines. Das eine ist irgendwo verrostet und ist nicht wieder aufzufinden. Das andere haben 2 Menschen innerhalb von einer Woche durch ganz Deutschland an den Wörthersee gefahren. Fans, aber ja. Die hatten kein Tattoo. Aber nochmal sehr klar die Frage, gibt es die Überlegung eines weiteren Films mit Mike? Ich sage immer, es ist durchaus reizvoll, darüber nachzudenken. Wir sind ja, wie der Cineast weiß, irgendwann in einer Videokassette hängen geblieben bei den Einsteigern. Das war vor 40 Jahren und sind nie wieder aufgetaucht. Wenn heute irgendein Tüftler, was ja möglich wäre, der irgendeine App erfunden hat, wo sowas geht, uns wieder zurückholt, Avatar. Dann fallen da 2 Männer aus der Decke, die nichts dazugelernt haben. Mhm. Mike hat geraucht wie ein Schlot. Wir sind in Frauenkleidern unterwegs gewesen, haben arabische Kostüme angehabt, haben uns lustig gemacht über den Orient und den Okzident. Mhm. Das ging nicht mehr. Und wenn der Mike heute mit mir nach Berlin fahren würde, würde er sagen, wenn die DDR kommt, gehe ich in den Kofferraum. Ja. Da sage ich, kannst du sitzen bleiben. Apropos Mike, er hat ein Grußwort vorbereitet. Nein. Das spielen wir jetzt mal ein. Nein, das ist schön eingeleitet. Mike Krüger. Hallo Thomas. Gestern haben wir noch zusammen hier am See gedreht. Kaum bist du weg, Gewitter. War ja klar. Thomas Gottschalk weg. Da zieht die Blitze ziehen um den See. Unwetter angesagt. Vielleicht schaffen wir es noch. Evakuierung. Okay, anderes Thema. Du bist heute bei der NDR Talkshow. Ich hoffe, sie behandeln dich gut. Man sagt ja auch Bettina und Hubertus. Da nennt man die Talkshow ja auch. Das Verhör. Also, ich hoffe, sie behandeln dich gut. Ich freue mich, dass ich einer deiner Freunde bin, dass wir zusammen 40 Jahre Supernasen gefeiert haben. Ich bin einer der wenigen, die mit dir zusammen tatsächlich als Hauptdarsteller zusammen Filme drehen durften. Heute freuen sich die Menschen ja schon, wenn du für sie einen Film synchronisierst. Also ich wünsche euch allen da in Hamburg einen schönen Abend und ich bin noch am See geblieben. Ich versuche das Gewitter weiterzuschieben. Macht's gut. Ist das nicht schön? Das ist. Das hat der einmal gemacht, da gab es keinen Autor, der ihm einen Text geschrieben hat. Was soll ich für Tommy was sagen? Muss das sein? Ja. Ach Gott. Und dann hat er das gemacht und ich finde das schön, ich freue mich. Absolut, absolut. Ja. Also man muss auch sagen, ich will einen Namen mal nennen, bevor wir auf die Minions kommen. Es bedurfte natürlich auch eines Produzenten wie Kalli Spies, der auch schon die politische Unkorrektheit in Person war. Genau. Der diese Filme aufgesetzt hat. Solche Produzenten gibt es auch nicht mehr. Nein. Das sei nun mal gesagt. Der ist auf Risiko gegangen und hat gesagt, ich nehme die Kohle in die Hand. Ja. Der hat mich angerufen, da war ich wahrscheinlich Anfang 30. Willi, willst du einen Film machen? Jo. Wer sagt da nein mit Anfang 30? Ja. Habe ich gesagt, klar, mache ich. Aber die Sache war ihm doch nicht ganz geheuer. Er hat gewusst, ich funktioniere höchstens bis Würzburg. Ab, wenn es nördlicher geht, braucht man noch einen anderen. Ein ganz lustiger Typ. Warum habe ich gerade das Gefühl, 2 weißen alten Männern zuzuhören? Ja.
Naja. Weil es klingt so, als ob es jetzt das Grauen sei. Es ist nicht das Grauen, aber wir haben ja eine gewisse Demut uns entwickelt so über diese ganzen Jahre. Das Grauen Demut. In welcher Hinsicht meinst du? Ja, das jetzt, also durch diese ganze politische Korrektheit und was du jetzt gerade, also ob der Humor heute nicht mehr Humor wäre, weil wir den Humor nicht mehr haben. Er ist noch Humor, aber ist nicht mehr lustig. Ein anderer Humor, so. Ich glaube die Codes. Also wir haben auch Spaß, das ist ja nicht. Na, mach mal. Ich habe den ganzen Abend schon Spaß. Man muss ja du hast Spaß mit Leuten, die von fliegenden Mönchen erzählen. Ja, total. Ja klar. Finde ich herrlich, die Geschichte. Also ich finde das eine sehr schöne Runde. Jeder für sich ist, es ist ein amüsanter Jeder für sich Abend. Und alle gegen alle. Wilder Knöchelknacker ist die Brücke zur Jugend. Der wilde Knöchelknacker. Das ist die Figur, ich musste mich jetzt sagen, jetzt bin ich komplett alter weißer Mann. Bei mir waren die Minions echt nicht. Standen. Ich habe Enkel, du nicht? Ich noch nicht. Ah ja. Bist du bei deinen Enkeln jetzt noch populärer als ohne dies die wissen schon. Doch, die wissen ja gar nicht, was ich treibe. Teilweise sind die in Amerika und da muss nicht synchronisiert werden. Aber diese Minions sind wirklich lustig. Ich wollte auch mal cool sein. Halten wir ganz ruhig, dass die Kamera ihn aufnehmen kann. Das ist ein Minion. Das ist ein Minion, das kennen die. Und ich habe den Film wirklich gesehen, als ich ihn synchronisiert habe. Ich nehme ja selten Zeit und da musst du dir Zeit nehmen. Ja. Da war der Regisseur sagt, nochmal. Und ich höre einen Lippenklapperer und ich hatte ein Magengeräusch. So Sachen hörst du dann plötzlich, wenn du synchronisierst. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe die ganze Sache durchgehalten. Und der Typ, den ich synchronisiere, das ist so ein bisschen wie der Sänger von Robert Plant, genau. Led Zeppelin. Es bleibt alt, Susanne, es bleibt alt. Aber so, wenn du dich erinnerst. Ja, ich erinnere. Ja. Und nenne mir Led Zeppelin von eine aktuelle Gruppe, die man mit Led Zeppelin vergleichen könnte. Keine. Wüsste ich nicht. Aktuelle Gruppe? Naja, also so eine Musik wie Led Zeppelin. Es ist schwer. Wir sind schon ein bisschen allein gelassen, müssen wir sagen, Hubertus und ich. Ja, wir haben jetzt. Also so langsam, wir sagen, wir gehen. Also wen ich nicht toll finde, ist Måneskin. Kennst du die? Klar kenne ich die. Ja, die sind toll. Die gewonnen. Pass auf, klar. Für alle, sagen doch richtig auch. Ich habe sie gefragt, wo habt ihr eure Musik her? Sagst du, we try to be Led Zeppelin. Haben die ehrlich gesagt? Ja. Ja, guck mal. Ja, klar. Aber wieso neue Led Zeppelin? Es gibt doch die Alten. Also, ist doch gut so. Ja, es gibt auch uns, auch uns Alte. Auch ne? Wilder Knöchelknacker. Wilder Knöchelknacker. Pass auf. Jetzt muss ich erst mal begreifen, wie kamt ihr auf den Namen? Na, das heißt, der heißt im Original Wild Knucklehead. Ja. Da liegt das nah. Da liegt das nah. Ja. Es wird übrigens Original von Alan Arkin, den ich noch aus Little Miss Sunshine kenne. Der hat das synchronisiert. Ich musste mich auch reinarbeiten. Dir war es klar, Bettina, es ist einer der erfolgreichsten, wenn man Disney mal draußen vornimmt, der erfolgreichsten Animationsserien in Amerika seit der Geschichte der Animation. Ja, nur für sowas kann ich mich begeistern. Ich weiß das. Und wir haben für alle die es nicht wissen, einen Ausschnitt vorbereitet, meisterlich synchronisiert von Thomas Gottschalk. Bitteschön. Ich hab ihn! Hier ist der Stein! Du bist ab jetzt Schnee von gestern. Die fiesen Sechs haben ein neues Alpha-Tier am Start. Du bist gerade fett absorbiert worden. Geht's noch? Ich bin der Gründer dieser Gruppe. Wir sind ein Team. Wo ist eure Loyalität? Oh, bitte. Was hast du erwartet? Aha. Wir sind Schurken schon vergessen. Es ist Zeit für die nächste Generation. Der spricht ja Susanne aus dem Herzen. Da geht es auch um dieses Generationsproblem. Absolut. Ich bin ein alter Gangster und ein junger Typ will auch ein Gangster werden. Ich erkläre ihm, dass das alles nicht so einfach ist. Ja. Ja. Das muss man sagen, es gibt die fiesen Sechs. Die fiesen Sechs sind so sechs junge Typen. Und die suchen. Influencer. Und die suchen sich ein Nachwuchstalent als ihren Boss. Und das ist, glaube ich, Gru. So habe ich den Begriff. Und Gru ist. Der würde es gerne sein. Ja. Und der macht dir das Leben schwer. Also, das ist ja das Ende. Das ist ein Generationsschnitt. Generationskonflikt und nur der interessiert mich. Ja. Cineastisch. Ja. Was ist die größte Herausforderung? Du hast, glaube ich, mal vor Garfield hast du mal synchronisiert. Ich habe Garfield mal gemacht. Ich habe ganz am Anfang meiner Karriere schon bei Look Who's Talking, guck mal, wer da spricht, das Baby gesprochen, das Bruce Willis im Original gesprochen hat. Okay. Da ging es los. Und im Teil 2 habe ich dann mit Nina Hagen gemeinsam synchronisiert.
Und jetzt sozusagen als Zenit meiner Karriere bin ich bei den Minions gelandet. Das sagt ja Mike Krüger. Früher wollte man dich als Schauspieler und heute reicht das nicht. Aber ist es schwierig? Also fällt es dir schwer, diese Arbeit, Synchronarbeit? Na, Schauspieler ist schwerer. Also Schauspieler kann ich überhaupt nicht. Und dafür ist aber gut gelaufen. Und das ist ja das, was das Faszinierende ist. Ja. Wir hatten das mir heute noch peinlich mit den Supernasen in diesem Jahr mehr Zuschauer als Rambo und Gandhi zusammen. Ja. Ich entschuldige mich in aller Form, aber das war so. Soll ich dir mal vormachen, wie man sich jetzt selber beim Feuilleton komplett blamiert und ich morgen eine schlechte Kritik in der Süddeutschen habe? Indem ich jetzt Folgendes sage. Eva Mattes, die vor kurzem hier war, hat auch nie eine Schauspielschule besucht. Morgen schreibt die Süddeutsche, Maya Burkhardt nennt Gottschalk und Eva Mattes in einem Atemzug. Na, das war mein Begräbnis eben. Du hast doch auch mal einen Comicfilm, eine Figur synchronisiert. Ne? Was war das nochmal? Du, so einige. Ah. Ich habe so einige synchronisiert. Aber das Letzte, was ich synchronisiert habe, ist Trolls. Auf Deutsch Trolls. Ja. Das ist ein Animationsfilm von Justin Timberlake und Anna Kendrick. Da habe ich Teil 1 und 2 synchronisiert. Und ich liebe das sehr. Das macht mir sehr, 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 sehr großen Spaß. Ich finde das eine ganz tolle Arbeit. Ja, also ich kann das sehr gut verstehen, dass du das genossen hast. Das macht das ist lustig, Spaß. Das macht wirklich Spaß. Ja. Und man muss präzise sein, was nicht einfach ist. Für mich nicht, für dich. Dieses 100% auf, die Synchronregisseure nehmen das ja sehr, sehr ernst. Und die arbeiten ja nur mit Profis zusammen. Und wenn unser einer sagt, das reicht doch, das ist okay. Nein, das klappert noch etwas, sagen sie immer. Also ich bin nicht gut im Prahlen, aber mir geht das leicht von den Lippen. Mir macht das so viel Spaß, dass mir das leicht fällt, sozusagen. Deswegen, ich liebe das einfach. Naja, nee, leicht fällt es mir auch. Aber die mussten normal machen. Das bin ich nicht gewohnt. Cassandra? Ich habe letztes Jahr auch tatsächlich einen Film synchronisiert. Es war auch ein Animationsfilm. Der Autor gehörlos. Und für mich war das erste Mal, dass ich tatsächlich als Gehörloser dann auch sogar synchronisieren durfte. Und es ging halt um eine taube Rolle. Wie toll. Das ist ja faszinierend. Und bei Apple TV kann man den Film sogar anschauen. Welcher Film ist es denn? El Defo. Aha. So heißt der Film. Kann man also gerne schauen, bei Apple TV zum Beispiel. Und es ist so quasi ein Aufklärungsfilm für Kinder. Wie toll. Spannend. Cool. Sehr spannend. Da wird vielleicht nicht viel jetzt machen. Vielen Dank. Wir müssen aber jetzt noch mal. Wir wollen ein kleines Minion-Test, also ein Quiz machen. Und, und ja, ich meine, du bist ja nicht mit mir auf dem Tisch. Wir geben es mal in die Runde. Das ist ja auch. Also, was essen die? Du bist vielleicht der Joker, ja? Okay. Oder misch dich gleich ein. Was essen die Minions am liebsten? A. Äpfel, Birnen oder Bananen? Bananen. Stimmt. Wie heißt die einzige weibliche Minion-Figur? Betty, Barbara, Gute Mini. Was ist das jemand? Barbara. Es gibt keine weiblichen Minions, weil sie aus einem Einzeller entstanden sind. Und letzte Frage, wem dienen die Minions? Dem Schwefelgeist aus der Flasche, dem bösesten Wesen auf der Erde oder der chinesischen Kunststoffindustrie? Ich finde, es kann auch. Muss ich das sagen? Du kannst es, Thomas. Ich kann ja auch zurücktreten. Das böseste Wesen auf der Erde wäre die richtige Antwort. Aber. Genau. Und jetzt du. Was ist der Signature Sound von den Minions? Der Signature Sound. Ja. Diese Sprache, ne? Diese Minionesisch. Mach es für uns. Ich kann das nicht. ist es das eben? Die reden. Oder sag mal. Dann machen die am Ende auch. Kannst du das? Ich liebe das. Weißt du, was wir können? Wir können ein Lied singen. Wir haben zusammen die erste Single gekauft. Kriegst du das noch hin? 1, 2, 3. Was? Dear Mrs. Appleby. Checkst sicher, waren wir nie. Mrs. Appleby. Ich hab mal eine Zeile. But this was long before I met Marie, Mrs. Appleby. This kam was long before I met Marie, Mrs. Appleby. Thomas, es kommt Wetten, das müssen wir noch drüber sprechen, eine Sendung, die sich vor allen Dingen an ein jugendliches Publikum wendet.
Hat sie nicht, aber ich war überrascht. Wir waren natürlich, wie das inzwischen auch getestet wird, Marktführer auch bei den ganz Jungen. Das weiß ich. Und deswegen war es gar nicht ironisch gemeint. Ihr habt auch die Jungen mittlerweile. Was ich nicht mehr geglaubt habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass dieses Fossil von einer Fernsehsendung noch funktioniert. Deswegen habe ich, demütig wie ich bin, gesagt, also wenn wir über 7 Millionen sind, dann sehen wir gut aus. Dass es 15 wurden, ist absurd. In einer Zeit wie heute. Ja, in einer Zeit wie heute. Aber ich glaube, dass gerade sowas funktioniert. Das genau. Ich finde das gar nicht absurd. Meine beste Freundin hat eine 9-jährige Tochter. Und meine beste Freundin ist natürlich genau wie alle anderen aus unserer und aus allen anderen Generationen damit aufgewachsen und liebt das und kennt das. Und das ist zu Hause und das ist Familie und das ist auf dem Sofa sitzen, das ist Wohlfühlen. Und natürlich gibt sie ihrer Tochter dieses Gefühl weiter. Und wenn man das ausschreit, dann sitzt die Tochter auch vorm Fernseher und guckt das. Natürlich. Also gut, 19. November. 19. November, also. Man muss ja auch sagen, die Stones sind wieder auf Tournee, erfolgreich ohne Ende. Gottschalk ist wieder im ZDF. Das in einem Atemzug. Wo bleibt Helmut Kohl? Wo bleibt Helmut Kohl? Thomas Gottschalk, meine Damen und Herren.